Sturmtruppler. Du bist immer wieder live. Oh, ich sehe. Ja, im Chat. Das ist ein Gengar? Ja, der schon sah, dass das ein Gengar ist. Wupp. Wir sind in Game. Nur ihr noch nicht. So. Haben wir eigentlich mal direkt Ring geholt. Starte mal direkt ins Let's Play, Roleplay, Star Wars. Ich muss direkt in meine Rolle nehmen. Achtung. Oh, mein Rücken. Ja, Sky. Naja, guten Morgen ist gut, es ist ja mitten in der Nacht. Ich kann nicht schlafen, diese Unruhe ohne meine Mechs. Ich überlege aufzubrechen und euch hier zurückzulassen. Mit ein paar Sturmtrupplern noch schnell diese Maschinen holen. Ich denke, wir sind zurück nach ja, 2 Tagen ungefähr. Brauchen Sie noch weitere Sturmtruppler als Unterstützung? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ich werde das schon alleine schaffen. Wir sind echt gewandt. Sturmtruppler könnten uns eher aufhalten. Ich lasse Ihnen meinen Schüler hier. Okay, gut. Unter anderem auch, um den... Unter anderem auch, um den Kontakt zu behalten. Ja, aber sie werden bestimmt auch mal irgendwas jagen und ja. Ich will einfach alles absichern. Ja, okay. Ist auch besser. So, dann gucken wir mal, welche Sturmtruppler wir aus den Federn holen. Sturmtruppler angetreten! Mein Imperator. So gut hat das noch nie funktioniert. Nur 2! Oh, weckt mich am frühen Abend auf, verdammte Scheiße, ihr da war! Sind Sie ein Sturmtruppler? Oh, nee, aber man kann so nicht schlafen bei so einem Krach. Ab wieder in die Federn! Oh, danke! Captain Phasma! Wir waren nicht mehr Sturmtruppler, mein Lord. Auch gut. Ich werde immer älter, das wissen Sie. Wir werden zurück zur Basis die mechanischen Läufer holen. Mechs hat auch dieser Spion sie genannt. Es ist mir irgendwie beruhigender, solch eine starke Waffe dabei zu haben. Wir haben ja gesehen, dieses Obelisk-Dings, was uns da blüht. Die Tiere hatte für mich den Anschein, dass es immer mehr werden, umso stärker das Objekt wird. Treffen wir uns dann bei dem nächsten Objekt? Nur Zoe weiß den Weg. Wenn sie, ja, wir könnten, ja, mal, ich lasse meinen Schüler hier und wenn die dann die aufbrechen, wenn das möglich ist. Könnten Sie uns doch die Koordinaten übermitteln? So, Truppler, überprüfen Sie das Geräusch. Ja, wir könnten die Koordinaten und dann direkt dorthin gehen, genau. Captain Phasma, Sie werden wohl helfen müssen. Ich geh das Ding aufschlitzen! Was stört denn das jetzt ins Let's Play? Mischding.
Und wie man sieht, sind unsere Rüstungen gleich auch wieder beschädigt. Einfach mehr Proviant aus der Base mitnehmen. Oh mein Gott. Okay, welches Tier nehmen wir für die Reise? Es wird auch schon wieder hell. Ich wollte in der Nacht aufbrechen. Captain Phasma? Ja. Hier. Viel Gewicht, viel zu viel Gewicht. Oh, Dragoon, dankeschön. Aber nett, nett. Nett, nett. Ich nehm drinne. Aua, er trampelt schon wieder auf meinem Kopf rum. Wollen wir echt mit drei Tieren? Wollen wir Tiere hier lassen, mein Lord? Ihnen folgt der Raptor. Der Springer. Es ist gewollt, dass der mitkommt, oder wollen wir den hier lassen? Er soll eigentlich bleiben. Okay. Können wir aufbrechen? Captain Phasma, Sie müssen den Sturmtruppler hochlassen. Wir können aufbrechen. Ganz geil. Wie gesagt, mein Schüler bleibt hier. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich werde gleich mal schauen, ob ich den geweckt kriege. Der soll nicht so lange schlafen. Also, man hört sich. Captain Phasma voraus. Oh, und der Freeze wäre es Arc-Spiel in. Oh, was ist denn das, Alter? Da ist doch gar nichts in der Nähe. Wisst ihr, wo ich mal sagen würde, ja gut, du Mod Space Lade oder so. Alter, wo ist denn jetzt Captain Phasma jetzt schon wieder hier? Ah, da ist er. Ah, Stamina. Dinos brauchen Stamina. Wir gehen jetzt die Mechs in der Basis hole. Und ja, so wie ich jetzt Captain Phasma verstanden habe, wenn man es dann von der Basis aus direkt zu dem anderen Objekt begebe, sobald unser Camp-Crew dort angekommen ist und uns die Koordinate durchgeben kann. Weil wir haben ja keine Ahnung, wo das ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meiner zu wenig Stamina hat, so wie die mir wegrennen. Aber jetzt haben die gerade gestanden. Hoppla,
Aber er hat zwei Einheit geschreddert. Wo sind die? Soll ich ohne so weiterlaufen? Ah, da sind sie. Oh, war ich jetzt so viel schneller? Naja, wir können ja Stamina so lange tanken. Richtig, wenn ich da hoch renne? Ich glaube schon. Nochmal da rüber. Wir müssen ja irgendwo unsere Flagge stehen. Fackle, nicht Flagge. Na, ich war glaube ich zu früh. Oh, das da kommt mir aber bekannt vor. Wieso Mähbrecher gehe ich da durch? Oh, die Stamina ist leer. Ich habe mal die Breitmäuler gezähmt. Auf der Lichtung. Ja, da ist da. Ich sehe Fackle. Gut. Da geht's lang. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da seid ihr ja wieder. Was ist denn das doch jetzt? Warum kommen wir doch nicht durch? Ich sehe halt auch nichts durch lauter Bäume. Und trotzdem Heim gefunden. Ich kann euch gleich sagen, die Mechs werden wahrscheinlich langsamer sind wie diese Rexe.
Der Saboteur? Ja? Hat Ihnen Ihr eigenes Lager nicht mehr gereicht? Ich habe weiter produziert. Und hab's ein bisschen übermütig angenommen. Wir sind hier, um genau diesen Proviant abzuholen. Und die Mesh-Soldaten hinten. Machen Sie alles transportfähig. Jawohl. Oh, die Rexe da werden wahrscheinlich im Weg stehen, weil man mit der Mesh nicht vorbeikommen. Müssen wir jetzt erstmal die Rexe, die wir nicht genommen haben, weil sie zu langsam sind, aus dem Weg drehen. Captain Phasma hat der erste schon vorgedacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele waren denn betriebsbereit. Einer ist festgebunden. Captain Phasma. So wurde dieser hier festgebunden. Ich weiß es nicht. Der Schiffskapitän hat an den Mechs gearbeitet. Ich weiß, dass die rechten beiden schon vorher voll funktionstüchtig waren. Ob der linke jetzt auch funktioniert, weiß ich nicht. Können Sie einen Unterschied erkennen? Er sieht genauso aus wie die anderen beiden. Machen Sie die Seile ab und testen Sie ihn mal. Sie kriegen ihn ja gar nicht von der Stelle so. Ist der Feuer bereit? Mein Lord? Sturmtruppler? Soll ich alle Rüstung einpacken, die ich tragen kann? Jawohl. Diese hier sind schönstüchtig, mein Lord, und feuerbereit. So, ich muss kurz husten. Was haben Sie gesagt? Scheint ihn wieder vollständig repariert zu haben, mein Lord. Wieso war er dann festgebunden? Sehr fragwürdig. Vielleicht war er noch mitten in den Reparaturen, als wir aufgebrochen sind. Oder er war gerade fertig und beim Reparieren musste er festgebunden sein. Können wir in diesen Mech-Soldaten auch Dinge tragen? Ich denke schon, aber nicht viel, mein Lord. Dann müssen wir dem Saboteur den Tyrex zur Verfügung stellen. Herr Saboteur, einer der Schafzähne vor dem großen Tor. Können Sie beladen? Mein Lord, auch Munition? Eine, Lord. Wir werden alles benötigen. Captain Phasma, helfen Sie dem Sturmtruppler an. Alles transportfähig zu machen. Ich werde mich ein wenig in der Küche stärken. Hoppla, was war denn das? So, was haben wir dann da noch Essbares? Ei. Naja, es ist nicht wirklich nahrhaft. Mehr Eier. Ah, da ist noch zu futtern. Das geht doch. Oh,
Ja, man merkt, wir waren lang nicht zu Hause. Captain, ich hab, glaube ich, soweit alle guten Rüstungen in der Tasche. Sehr gut, stimmt. Haben Sie die ganze Küche leer gegessen? Und sämtliche Munition. Nun ja, der Koch war nicht anwesend. Wir hatten Hunger. Hier, wer ist noch hier? Die ganzen Wachen. Ja, mein Kollege. Denken Sie, ich habe das an sich alleine rausgeschleift? Ich muss dran denken, den zukünftigen Klonen den Magen rausnehmen zu lassen. Wer essen will, muss sterben. Gut, so brauchen wir dann doch einen T-Rex für wieder zurück. Ist okay. Haben Sie alles transportfähig? Jawohl. Brauchen Sie vielleicht noch einen Kleider? Nein, das geht so. Okay. Wir sollten uns vielleicht noch um ein paar Vorräte kümmern, etwas Fleisch besorgen und auch braten, denn es wäre nicht von Vorteil, wenn wir alle ungestärkt in den Kampf gehen und dann mit keinen Vorräten, zumindest Essensvorräten, vor einem sehr starken Gegner stehen. Fleisch besorgen. Oder der Lord schon selber koche. Mein Lord, ich habe, bevor wir aufgebrochen sind, 3 Lagerfeuer mit Fleisch voll gemacht. Wo sind die? Die wir kampiert haben. Ja, gut, das Camp ist somit versorgt, aber wir nicht. Ja, nicht wirklich. Wir brauchen Brennstoff für den Industrial. Ich geh gucken, mein Lord. Die erste Ration liegt drin, ich werde noch mehr holen. Herr Saboteur, wir müssen noch unsere Vorräte stärken. Es wird noch ein wenig dauern. Ich muss erst nochmal auf die Jagd, da die Soldaten und Sie in der Base gut genährt seid, haben wir nichts mehr für den Aufbruch. Herr Saboteur? Jawohl. Haben Sie mir nicht zugehört? Ich war gerade vertieft. In was? In diesen T-Rex? Wollen Sie das wirklich so genau wissen? Das ist gut. Wahrscheinlich hat der Raptor auch Hunger. Da machen wir doch erstmal den Jumper. Jumper, Jumper, Jumper.
Hier haben wir nichts zu futtern. Da müssen wir doch über hier. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon Fleisch. Das war jetzt ein ungünstiger Hüpfer. Aber okay. Der Dino hat ein Level Up. Den machen wir noch auf Schmerz. Warum kann der Raptor denn dann nicht so greifen? Geht der Dilonett mit dem Raptor-Sprung? Captain Phasma, reden Sie mit mir? Nein, mein Lord. Was sprechen Sie dann ins Mikrofon? Tut mir leid, ich hab's aus Versehen vergessen auszuschalten. Ja klar, 130er, jawohl. Waren das nicht zwei? Oh, es waren Soll. Okay. Live haben wir, das kriegen wir hin. Schaff mal, kratzt nur ein bisschen. Einer ist schon mal weg. Ja, geht doch. So. Die Haut braucht man nicht. Nur unnötiges Gewicht. Das verdorbene Fleisch hier, das kann auch weg. Falsch hier. Die könnte man gebrauchen. Ja, der Raptor kann nicht springen. Wir sind ein bisschen überladen. Ich bringe mir es vielleicht zurück, dann weiß ich ja, ob ich nochmal auf die Jagd muss. Man sieht richtig weg, wie man mit der Rechse da durch sind. Könnte passen.